Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Das ist perfekt. Sieht gut aus. Denk dran, wenn du petzt, veröffentliche ich das. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben... Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Ich melde mich. Ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Komplize. Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kauf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Da sollten wir wegbleiben. Da, ein Schwachpunkt. Sieht gut aus. Ein
sollten wir wegbleiben. Lauf! Da, ein Schwachpunkt. Oder ein Komplize. Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Ja, sobald er das Foto sah, gab er klein bei. Rodrigo ist ein Weichei. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Finger. Gutes Foto. Ja, genauso gefällt mir. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Hey, mach mal was. Okay. Hey, Irre mit der Maske. Mein Bruder hat das Fessel. Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Ich muss zur Arbeit. Ich muss los, Spidey. Was zum... Die Erpresserin hat... Mist, ist er jetzt weg? Der nur aus. Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Carmen, ihr kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean. Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Klingt so. Ich lass sie wissen, was ich finde. Ich darf den Zug auf keinen Fall verlieren. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Er geht zu diesem Bürogebäude. Ich hab die Pläne, Boss. Gut. Der Zeitplan ist auf dem Monitor, auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker.
Hauptmann ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Hey, mach mal was. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Station. Was ist das? Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey Carmen, der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlanta. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er von mir weit mehr Angst haben. Danke, Spider-Man.